Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Könnt ihr euch noch erinnern, vor 2 Wochen haben wir das Thema Blending hier durchgenommen und haben ein paar Letterings gezaubert. Insgesamt habe ich hier mit euch oder ich habe euch 6 Stück, 6 Methoden, 6 Varianten gezeigt, wie man ein Blending machen kann. Und ich dachte mir, die sehen ja jetzt noch so ein bisschen langweilig aus und ich möchte die mit euch zusammen mit ein paar Effekten und Highlights zusammen verschönern. Ich habe die mal hier alle liegen und würde die Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Ich habe hier 5 Stifte. Ich habe einen grauen Brushpen, einen weißen Highlighter. Ihr könnt dafür einen weißen Acrylmarker oder auch den Unibail Signo benutzen oder was auch immer ihr gerne benutzen möchtet, worauf ihr vertraut, dass das funktioniert. Ich habe hier 2 schwarze Fineliner auch noch in verschiedenen Stärken, einmal in der 005 und in 0,3. Und dann habe ich hier noch einen rosanen Brushpen und ja, das ist schon alles. Mehr brauchen wir heute nicht. Und die Letterings von vor 2 Wochen, wenn ihr die alle 6 mitgemacht habt. An jedem Lettering werde ich euch na, nicht unbedingt eine andere Methode, aber ich werde euch unterschiedliche Sachen zeigen, wie ihr ein Lettering verschönern könnt. Neon ist das einzige, welches ich nicht weiter bearbeiten werde, denn ich finde, das sieht so schön aus, wie es ist, und ich möchte das gar nicht weiter irgendwie gestalten, denn viel hilft nicht unbedingt viel. Und weniger ist manchmal mehr. Aber dann machen wir direkt weiter. Weiter geht's mit dem zarten Lettering, welches ich mit den Pentel Brush Pens gemacht habe. Es ist hier vielleicht nicht ganz so sauber, weil es doch sehr klein ist. Ich glaube, ich würde es das nächste Mal nicht mit einem Wassertankpinsel machen, sondern mit einem normalen Pinsel. Dann habe ich die Borsten auf jeden Fall besser unter Kontrolle und auch die Wasserzufuhr. Dieses Lettering möchte ich auch gar nicht weiter mit irgendwelchem Schnickschnack versehen, sondern hier kommt wirklich nur eine ganz feine, einfache schwarze Linie als Schatten noch dahinter. Ich finde, mehr braucht es auch gar nicht. Und dafür nehme ich den 0,05 und setze den Schatten, so wie ich es immer mache in der Regel, rechts unten, weil ich mir vorstelle, dass das Licht von links oben kommt. Ich habe hier zwischen Wort und der feinen schwarzen Linie, die als Schatten da sein soll, eine kleine Lücke gelassen. So wirkt es ein bisschen erhabener. Das nächste Wort, beziehungsweise das nächste Lettering, habe ich mit 2 Farben, einer Farbe unten und einer Farbe oben, und mit dem Pinsel verblendet. Flow, die Farben Grün und Gelb, die sehen ja doch ein bisschen fröhlicher aus. Und hier hatte ich mir gedacht, hier setzen wir einen, ich sag mal, einen ganz einfachen, normalen, traditionellen Schatten. Und zwar mit einem grauen Brushpen. Und ich lasse auch hier wieder eine kleine Lücke zwischen Wort und Schatten, weil ich mag diese feine weiße Linie, die sich daraus erhebt. Ihr könnt natürlich den Schatten auch gerne direkt an das Wort dran setzen. Das ist ganz euch überlassen. Nehmt euch ruhig Zeit. Steht niemand mit der Peitsche hinter euch, der sagt, ihr müsst schnell fertig werden, ne? Denn umso mehr Druck ihr euch macht oder je schneller oder stressiger ihr das macht, umso unsauberer wird es meines Erachtens. So, hier haben wir den Schatten.
den lassen wir jetzt auch so. Und dann wollte ich nämlich in das Gelb und Grün, weil das nämlich so schön passend ist. Wenn ihr einen Acrylmarker benutzt, dann legt euch bitte gerne auch ein Tuch bereit. Ich habe hier schon überall weiße Punkte vom Schütteln, denn es kann natürlich passieren, dass er einfach mal ein bisschen mehr Farbe verliert. Und wenn ihr gerade pumpen wollt, dann solltet ihr vielleicht ein Tuch dabei haben, damit es nicht alles auf eurem Kunstwerk landet. Wie gesagt, hier möchte ich gerne ein paar Blümchen. Und das machen wir auch ganz einfach. Guckt vielleicht, dass nicht alles in der Mitte ist. So macht es das Ganze noch ein bisschen runder. Also, dass die Blümchen wie hier oben halt auch an dem Rand verschwinden. Ihr könnt natürlich auch hier verschiedene Größen. Aber schöner sieht es vielleicht aus, wenn er ungefähr eine Größe der Blumen beibehaltet. Ihr könnt hier natürlich noch viel, viel mehr Blümchen reinmachen. Ihr könnt ja hier auch noch ein paar weiße Punkte dazu setzen, einfach um das noch ein bisschen mehr auszufüllen. Und dann habt ihr hier einen kleinen Blümcheneffekt in eurem Lettering. Das nächste Lettering habe ich mit dem Wassertankpinsel, glaube ich, gemacht und drei verschiedene Farben miteinander verblendet. Ich werde auch hier einen Schatten ransetzen, aber diesmal nicht in Grau, sondern in Rosa. Hier habe ich wieder einen kleinen Abstand gelassen. Als nächstes werde ich hier mit dem weißen Acrylmarker oder mit dem weißen Highlighter, nenne ich ihn mal, vertikale Linien von oben nach unten ziehen, aber nicht komplett durch, sondern nur so bis zur Hälfte, also alle unterschiedlich lang. Und ich finde, auch das hat irgendwie seinen Reiz. So, auf das hier freue ich mich schon ganz besonders, denn ich finde Galaxien, die so einfach in den Sternenhimmel zu schauen, ins Universum rauszublicken, das macht einfach Spaß. Hier werde ich das Wort einrahmen mit einem schwarzen Feinliner.
Mit der Methode des Einrahmens kann man super kleine Unebenheiten am Rand eines Buchstaben kaschieren. Und umso breiter der Stift ist und umso größer kann man einen Fehler korrigieren, sage ich mal. Kann man auch mit unterschiedlichen Farben machen. Ihr seht jetzt hier schon, dass man das natürlich deutlicher an den hellen Stellen sieht, wo ich das eingerahmt habe. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Hier werde ich auch einen ganz einfachen grauen Schatten verwenden und auch ein bisschen Abstand wieder zum Buchstaben lassen. Ganz zum Schluss, was fehlte natürlich bei einer Galaxie? Die Sterne werde ich mit dem weißen Highlighter ein paar größere Lichteffekte setzen. Solche Sterne kann man zum Beispiel auch machen, wenn man etwas wirklich stark Glänzendes hat. Da kann man auch so einen Stern ransetzen. So mache ich mir meistens gerne einen Punkt und von dem Punkt ziehe ich dann so leichte Strahlen ab. Natürlich, wenn man da einen dunklen Hintergrund noch hat, also wenn man solche Worte auf schwarzem oder auf Kraftpapier schreibt, dann sieht man die Sterne natürlich noch bis nach außen funkeln, ne? Könnt hier aber auch gerne natürlich Sterne reinsetzen, die euch, also richtige Sterne kann man da natürlich auch reinsetzen, ne? Und dann fehlen natürlich noch, versucht es musterlos zu machen. Dann haben wir hier eine kleine Galaxie in ein Lettering gepackt. Und ich mag das, ich mag den Effekt sehr, sehr gerne. Ich mag auch Galaxien im Bildformat sehr gerne, weil mir einfach der Farbverlauf gefällt. Und weil es zum Träumen einlädt. So, das war Lettering Nummer 5. Und ganz zum Schluss haben wir noch das Sternwort, wenn ihr die gleichen Worte vor 2 Wochen verwendet habt wie ich. Hier habe ich das ja mit Glitzer-Aquarellfarbe gemacht. Und hier werde ich das genauso machen wie bei der Galaxie. Ich werde sie einrahmen, aber diesmal werde ich keinen grauen Schatten setzen, sondern einen dreidimensionalen Rahmen ransetzen. Aber erstmal rahmen wir die ganze Geschichte ein. Jetzt lassen wir das Ganze dreidimensional werden. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vielleicht noch an euren Geometrieunterricht erinnern? Kann ja auch schon eine Weile her sein. Also bei mir ist es schon eine ganze Weile her. Und zwar, wenn wir etwas Dreidimensionales setzen, sollte es immer der gleiche Winkel bleiben. Das heißt, wenn ihr einen Würfel vor euch habt, sind die Seiten alle gleich lang. Und der Winkel ist, wenn ihr den Würfel direkt von oben oder beziehungsweise von vorne betrachtet,
ist der Winkel eigentlich immer gleich. Kommt natürlich darauf an, aus welchem Winkel, aus welcher Perspektive man diesen Würfel anschaut. Aber wichtig ist, dass der Winkel, wenn ihr jetzt von hier oben drauf schaut, immer gleich bleibt. Also ihr könnt jetzt nicht hier einen 45-Grad-Winkel nach unten setzen und hier oben einen 45-Grad-Winkel nach oben. Also das würde ja rein statisch oder wie man das jetzt auch bezeichnet, nicht so ganz hinhauen. Ich entscheide mich dafür, so wie ich auch meinen Schatten setze, den setze ich auf die rechte Seite. So werde ich auch hier die Dreidimensionalität auf die rechte Seite setzen. Könnt ihr aber auch natürlich auf links. Und ich werde versuchen, einen 45-Grad-Winkel einzuhalten. Nach unten rechts. Und hier, je nachdem, wie lang ihr oder wie tief oder hoch ihr eure Dreidimensionalität haben wollt. Ihr könnt das natürlich auch viel kürzer hier machen, ne? Ich mache es jetzt ein bisschen länger und jetzt ist hier wichtig, dass ihr nicht jetzt hier gerade nach unten zeichnet, sondern dass ihr hier euren Buchstaben nachgeht. Ne? Also es muss jetzt nicht perfekt sein. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da müssen wir bedenken, dass wir hier ja auch noch einen Schatten haben, beziehungsweise eine Dreidimensionalität, dass wir hier nicht kreuzen quasi. Und auch hier sollten die Linien, die ihr hier setzt, immer ungefähr gleich lang sein. Könnt auch gerne an so Stellen, wo Ecken sind, das ist jetzt natürlich bei so einem Lettering, sind jetzt nicht viele Ecken, aber auch gerne eure Linien erstmal vorziehen. Dann ist das manchmal ein bisschen einfacher, sie dann einfach nur zu verbinden. Hier sieht man jetzt zum Beispiel schon gut, hier komme ich immer wieder ein Stückchen weiter nach oben und hier vorne habe ich so steil nach unten angefangen. Ne? Also da muss man jetzt mal schauen, dass ich da nicht so erhebliche Unterschiede drin habe. So, habe ich alle? Jetzt gucke ich nochmal nach. Habe ich alle getroffen? Und so relativ schnell, also man muss sich natürlich konzentrieren, aber relativ fix kriegt man da so eine Erhabenheit hin. Ne? Also je nachdem, wie ihr euch vorstellt, wie ihr da drauf schauen wollt, so solltet ihr dann halt auch eure Dreidimensionalität gestalten. Hier kann man es zum Beispiel auch so machen, dass ihr das komplett umgekehrt macht, dass ihr euch vorsichtig mit dem Bleistift ein Wort vorschreibt, das dann schwarz einrahmt, so wie jetzt hier das farbige, und dann im Nachhinein den Schatten bzw. diese Dreidimensionalität farbig einfärbt quasi. Das lassen wir jetzt noch nicht so stehen. Ich werde jetzt hier mit dem dünneren Fineliner einfach noch ein paar Highlights setzen, dass das nicht ganz so langweilig aussieht, weil ich möchte es ja nicht ausmalen. Und hier setze ich einfach Linien. Genauso in dem gleichen Winkel wie diese Linien. Und da werdet ihr dann merken, wie unterschiedlich ihr eure Winkel gesetzt habt. Und auch hier, versucht keine Muster zu folgen, damit so ein bisschen freier, ein bisschen entspannter wirkt. Und dann könnt ihr hier gerne noch einen grauen Schatten setzen, wenn ihr das denn möchtet.
Hier habe ich es jetzt auch ein bisschen dezenter gemacht, damit es einfach nur noch mal zusätzlich so ein bisschen abhebt. Das wäre Lettering Nummer 6 und quasi eine fünfte Methode, weil wir das Neon nicht mehr gestaltet haben. Also wir haben hier den Stern, wir haben die Galaxie, wir haben hier das Leben, Flow, Love und Neon haben wir ja nicht noch zusätzlich gestaltet. Aber das sind so verschiedene Formen, Methoden, wie man ein Lettering. Es sind ein paar. Es sind natürlich, es gibt noch ganz, ganz viele andere. Lasst euch inspirieren, schaut euch eure Umwelt an und dann kommt das ganz von allein, wenn ihr es versucht, fließen zu lassen. Ein Tipp gebe ich euch noch mit auf den Weg. Diese Letterings habe ich vor 2 Wochen gemacht. Das heißt, die sind wirklich trocken. Solltet ihr ein Lettering frisch machen und direkt danach eure Highlights setzen, legt euch bitte was drunter. Sonst habt ihr die ganze Farbe an der Handkante und macht somit euer Bild kaputt bzw. schmutzig oder verschmiert die Farbe. Deswegen legt euch immer ein Blatt Papier oder so ein Taschentuch oder ein Küchenpapier dazwischen. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich bin gespannt, was ihr für Effekte und Highlights selber setzt und setzen könnt und wollt, was euch am meisten gefällt. Wie gesagt, das hier ist ja nur ein Bruchteil dessen, was man machen kann. Ich denke mal, irgendwann so im Laufe der Wochen und Monate werden wir bestimmt noch auf andere Effekte eingehen. Wenn ihr Wünsche habt, wie bestimmte Effekte funktionieren oder was wir uns zusammen vielleicht mal anschauen können, könnt ihr mich gerne anschreiben, gerne hier in den Kommentaren. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail, ihr könnt mich aber auch auf Instagram kontaktieren. Da könnt ihr dann nämlich eure Werke auch gerne präsentieren und den Hashtag Sonntags mit Lillis verwenden. Da würde ich mich sehr, 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 sehr drüber freuen, also mir eure Werke anzuschauen. Und ja, ansonsten bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, lasst mir einen Daumen hier und vielleicht auch ein Abo. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Habt's fein, tschüss!